Man kann dem Klaas eine Menge vorwerfen, aber nicht, dass er diese Sendung nicht nutzen würde, um seine Karriere nach dem Fernsehen zu planen. Jetzt zum Beispiel hat er sich wieder ausprobiert in einem neuen Job. Sag mal, wie heißt denn das, dieser Laden, wo man Medikamente bekommt? Apotheke, richtig, hier. 50 Euro für dich. Dankeschön. Ja, bitteschön. Und da hat Klaas sich gedacht, ne, ich als Apotheker, das wäre doch was. Ich bin ja auch pillensüchtig, das hilft. Ja, ich habe mich verwandelt in Hubertus Schönbrunner. Ich bin ja Apothekenmitarbeiter heute, werde aber mit meinen Kunden, gleichzeitig Kandidaten, heute Gehirnjogging machen. Ja, wie das genau funktioniert, werdet ihr gleich sehen. Ich bin vor diesen Drehs mal so aufgeregt. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal was gegen Durchfall und dann geht's los. Kommst du mal zu mir rüber. Herzlich willkommen hier in der Apotheke am Hauptbahnhof. Mein Name ist Hubertus Schönbrunner. Ja, der Apotheker Ihres Vertrauens. Wie geht's Ihnen denn? Haben Sie ein bisschen Stress, ja? Sie sehen ein bisschen gestresst aus. Wissen Sie, auf welches Organ sich das auswirkt? Als allererstes, das ist das Gehirn. Tatsächlich. Das ist das Problem. Wissen Sie noch, wie ich heiße? Hubertus war der Vorname. Ja, und der Rest ist weg, ja. Da fängt der Verfall schon an, ja. Ich sag Ihnen das, ja. Einmal pro Woche werden hier Kinder vergessen, ja. Ich krieg das nicht mit, weil sie sind so klein, ja. Du hörst es erst, wenn sie los anfangen zu plärren, ja. Und deswegen, ich habe etwas entwickelt, das ist Gehirnjogging to go. Okay. Ja, und das machen die. Das dauert eine Minute. Passen Sie mal auf, ja. Wie ist Ihr Name? Saya. Bitte? Saya. Saya. Ja, ich Saya. Wie viele Harry Potter-Wände gibt es? Wer kümmert sich um die öffentliche Sicherheit und Ordnung? Polizei, Ordnungsamt. Richtig. Was ist das Schwellenland? Was ist ein Schwellenland? Was ist das? In der Entwicklung von der dritten zur zweiten oder ersten. Ja, das ist richtig. Mit welchen Worten beginnt der berühmte Monolog Hamlet? Lass uns mal aufgehen. Das ist das faule Staat Dänemark. Na, das ist nicht richtig, ja. Das war fast der Sein oder Nichtsein wäre es gewesen, ja. In den USA gibt es ein Zwei- oder Drei-Parteien-System. Gibt es ein Zwei-Parteien? Wer ist der Bruder deiner Mutter für dich, Saya? Für mich? Der Bruder meiner Mutter? Ja, wer ist das? Das ist der Onkel, das ist auch richtig. In welche Besatzungssektoren wurde Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 aufgeteilt? Frankreich, Russland, England und USA. Man hat es nicht. Sowjetisch, ja, das ist richtiger, ja. Was versteht man unter einer Ampelkoalition? Rot-Gelb-Grün. Ja, was sind das für Parteien? FDP, SPD und die Grünen. Ja. Woraus besteht ein Diamant? Aus Kohlenstoff. Jetzt haben wir die Minute um. Das war nicht schlecht, das war wirklich gut, ja. Also, Sie können sich jetzt was aussuchen. Entweder Sie kriegen von mir, ja, 100, 150, 200, 250, 350 Euro oder ein lustiges Tierposter. Das können Sie sich jetzt aus. Nehmen Sie das Geld, ja, das ist für Sie, ja. Und herzlich willkommen, würde ich erstmal sagen. Herzlich willkommen bei Ahnungslos. Herzlich willkommen auf ProSieben. Wink doch mal. Man weiß ja nie, wofür es noch gut ist. Ne? Heute als Selbstbedienungsladen hat man ja auch nicht jeden Tag.